So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 12. Oktober 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir einen Blick auf die Märkte uns gönnen und in dem Zusammenhang natürlich heute auf einen anstehenden News Release eingehen, die eigentlich normalerweise in der jüngeren Vergangenheit war, der jetzt nicht so brisant, ehrlich gesprochen, aber im aktuellen Umfeld kommt der, wir sagen gerne, in Mode. Das bedeutet also, etwas anders formuliert, es ist jetzt aktuell im Bereich Labor Market oder beziehungsweise Arbeitsmarkt natürlich so, dass wir in dem Zusammenhang auf alles schauen, Non-Farm Payrolls ganz besonders, vielleicht sogar ein bisschen auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Aber heute kommt eben noch eine weitere Zahl, die veröffentlicht wird um 16 Uhr unserer Zeit und die könnte durchaus ein bisschen Schwankungen nach sich ziehen, nämlich die Numbers, also die Job Openings bzw. Job Vacancies, also das heißt Jobvakanzen in den USA, neu geschaffene Stellen. Und die hatten jüngst jedenfalls neue Allzeithochs markiert. In diesem Zusammenhang, diese Allzeithochmarkierung, in diesem Zusammenhang zeigt, dass Unternehmen einfach händeringend nach Fachkräften am Suchen sind und die entsprechenden Stellen allerdings nur schwer besetzt bekommen. Im Zusammenhang jetzt mit einer besonders auch Rückkehr zu einem wirtschaftlichen Normal, welches sich mehr und mehr abzeichnet durch eben den voranschreitenden Fortschritt im Hinblick auf die Corona-Schutzimpfung und so weiter. Nun ja, und das ist eben etwas, was hier durchaus dann brisant ist, denn wir werden in diesem Zusammenhang oder sehen natürlich, desto höher die entsprechenden Vakanzen sind und desto stärker diese Zahl ansteigt, desto größer natürlich die Nachfrage nach Fachkräften. Und wie kriegt man Fachkräfte? Wie kriegt man diese Stellen besetzt? Indem man beispielsweise entsprechende höhere Löhne zahlt. Wenn du aber höhere Löhne zahlst, dann musst du natürlich auch schauen, dass du dennoch weiter als Unternehmen profitabel bleibst und dann wirst du entsprechend eben die höheren Personalkosten an der Stelle auf die Preise umwälzen und somit also entsprechend die Preise für dein angebotenes Produkt entsprechend anpassen. Anpassung der Preise allerdings bedeutet dann etwas anders formuliert, dass sich ein entsprechender Inflationsdruck aufbaut. Und so könnte es dann hier zu einem Reinforcement kommen. Und deswegen sind diese Zahlen heute ziemlich brisant. Wie gesagt, wir blicken da gleich mal drauf und dann in dem Zusammenhang natürlich auch auf Gold. Wir werden auch die aktuellen weiteren bullischen Vorgaben in Bitcoin natürlich zum Thema machen. Natürlich blicken wir auf den DAX. Der hat heute Morgen einen kleinen Test der 15.000er-Region gesehen, kurzen Test, dann allerdings einen Bounce. Mal schauen, ob es jetzt gelingt, die 15.100er-Marke zurückzuerobern. Falls ja, könnte das die Gegenbewegung einleiten, die uns dann Richtung eben 15.200 oder vielleicht sogar 15.300 Punkten noch einmal führt. Diesen Flash, den hatte ich ja durchaus zum Thema gemacht, auch schon in der letzten Woche am Freitag. Und ja, in dem Zusammenhang, dann werfen wir da auch noch einen Blick drauf. Einzeltitel sind relativ dünn bis dato jedenfalls. Wie gesagt, Banktitel, die dann am Ende der Woche, also morgen beginnend, vorbörslich eben tatsächlich, da werden wir doch dennoch nochmal kurz einen Blick drauf werfen, vielleicht auch nochmal ein paar Szenarien skizzieren, die sich dort vielleicht anbieten könnten. Also ihr seht, wir haben auf jeden Fall einiges an News, die wir zu verarbeiten haben. Bevor wir offiziell starten, hier ganz kurz der Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehend schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil. Da stelle man sich erstmal die Frage, wie schaut dieses aus? Und dann entscheidet man, ob sich der Handel mit diesen Produkten für einen eignet. Vollständiger Risikohinweis auf markets.com/de, dort auch die vollständige Produktpalette. Über Devisen und CFDs, also derivative Finanzprodukte hinausgehend, eben physische Aktienhandel, ETFs und dergleichen, mit weiteren Informationen dort entsprechend ausgestattet, die Webseite. Wenn ihr darüber hinausgehend noch Informationen wünscht, natürlich nutzt gerne die Möglichkeit, mit der Elena per Mail in Kontakt zu treten. Kontaktiert gerne mich unterhalb des Videos bezüglich zu betrachtender Märkte beispielsweise, Fragen zu entsprechenden Assets und dergleichen. Tauscht euch dort gerne auch mit mir nicht nur aus unterhalb dieses Videos, sondern eben beispielsweise auch bei mir auf der Webseite jk-trading.com/forum. Da habt ihr dann die Möglichkeit, eben euch nicht nur mit mir, sondern auch noch mit anderen gleichgesinnten Tradern auszutauschen, eure Fragen, eure Setups zu teilen und dergleichen. Twitter, E-Mail, also da gibt es diverse Möglichkeiten auf jeden Fall zusammenzufinden. Und dann switchen wir einmal hier rüber in die Markets X Handelsplattform. Ich räume hier kurz mal ein bisschen auf. Guck mal, so, ob das alles gut übertragen wird. Also Christoph schreibt schon, guten Morgen, sehr schön. Also da scheint alles anzukommen. Ich gucke jetzt hier nochmal ganz kurz. Hier sieht es auch gut aus. Ich teile hier nochmal, fällt mir gerade auf, das bietet sich vielleicht gerade an, einmal den Link zur Markets X Handelsplattform. Den muss ich mal ganz kurz hier suchen. Einen Augenblick, einen Augenblick. So. Ich kürze hier nämlich immer die DAX-Links. Deswegen sind da
einige gekürzte Links tatsächlich, weil sonst ist das einfach mal so ein riesengroßer, langer Wust an der Stelle. Also hier ist einmal der Link zur MarketsX-Handelsplattform. Wer Interesse hat, sich eine Demo runterzuladen, der findet das über diesen Link entsprechend. Wir machen den Chart mal groß und dann haben wir auch gleich hier die entsprechenden technischen Vorgaben im DAX. Also gestern US-Märkte eher schwach. Ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, dass mein Fokus sich gestern wirklich allenfalls auf Baba konzentriert hatte. Alibaba, also das E-Commerce-Unternehmen aus China. Das war gestern, lag bei mir deswegen, war deswegen im Mittelpunkt des Geschehens, weil eben die Vorbörse relativ aktives Handelsvolumen gezeigt hat. Wir hatten gestern in den USA ja Columbus Day, also die Börse war zwar offen, aber nichtsdestotrotz war das alles in einem verhältnismäßig dünnes Treiben. Und nichtsdestotrotz haben sich eben eher bärische Vorgaben unter diesen grundsätzlich neutralen Modus eben dem US-Equities-Bereich eben gemischt gehabt. Und in diesem Zusammenhang ist dann auch der DAX eben hier, man kann es dann sehen, ab, naja, roundabout 18 Uhr, zweite Hälfte des Handelstages, eher unter Druck geraten und hat dann eben einen Teil seiner Aufschläge eben entsprechend wieder hergeschenkt, so möchte ich es mal formulieren. Wir sind dann über den asiatischen Handel potenziell eher auch unter Druck gewesen und haben heute früh dann eben um 8 Uhr relativ zügig, beziehungsweise kurz nach der Kasseöffnung, eine Attacke auf der Unterseite zu sehen bekommen auf die 15.000er-Region, die ich schon letzte Woche zum Thema gemacht hatte. Und die hat jetzt allerdings gehalten werden können. Wir sehen auch in diesem Zusammenhang, wir können nach einer entsprechend schärfen Gegenbewegung und jetzt auch einem dann tatsächlich erfolgten Bruch aus der Oben Range auf der Oberseite. Das ist sehr günstig gelaufen heute. Heute, also ist in der jüngeren Vergangenheit häufiger mal aufgetreten. Und das war ziemlich oder ist ziemlich unangenehm. Das zeigt auch, dass das Umfeld eben für Open Range Ansätze oder Breakout Ansätze an der Stelle nicht ganz so günstig ist, möchte ich mal sagen. Was ich meine ist, dass ich ja die Handelsspanne zwischen 8 bis 9:05 Uhr heranziehe. Um die ersten 5 Minuten nach der Eröffnung, also 9 Uhr, wenn dann Xetra eröffnet, die filter ich dadurch raus, dass ich 5 Minuten später erst die Order entsprechend in den Markt gebe, um nicht in dieses erratische Treiben, wenn einfach das Hauptvolumen in die Kasse reinkommt, eben dann zufällig in einen Trade eingestoppt und beziehungsweise wieder ausgestoppt zu werden. Und was man aber dennoch jetzt in der jüngeren Vergangenheit hat häufiger beobachten können, war, dass wir dann die Range zum Beispiel von 8 bis 9:05 Uhr ausgebildet haben und das entsprechend ausgebildete Hoch oder Tief, je nachdem, ob es dann auf der Oberseite oder Unterseite stattgefunden hat, wurde noch einmal kurz nach dieser 9:05 Uhr Kerze angepiekst und dann anschließend gab es so eine scharfe Gegenbewegung. Das ist heute früh hier ausgeblieben. Man kann das sehen. Also, das ist die 9-Uhr-Kerze, das war das Tief. Und dann haben wir eben zwar Intraday den Vorteil zunächst auf der Short-Seite, aber ein Short-Trade ist nicht getriggert worden, weil wir nämlich aus der Open Range auf der Unterseite nicht ausgebrochen sind. Also, wir haben keine tieferen Tiefs eben entsprechend markiert. Stattdessen sind wir dann eben hier zurückgelaufen. Und dann ist es so gewesen, dass wir eben oberhalb des EMA 50, das ist diese gleitende Durchschnittslinie, die hier im Chart liegt, entsprechend geschlossen haben und dann entsprechend hier den Fill auf den Trade eben entsprechend bekommen haben mit einem Stop unterhalb der heutigen Tagestiefs. Und das ist halt dahingehend günstig, weil wir aus dieser derzeitigen Price Action jetzt schließen würden, oder ich zumindest für mich schließe, wir sind nach unten erstmal fertig. Also es scheint mir im Gesamtkontext sehr wahrscheinlich, dass wir eben hier keine ernsthafte Attacke auf die 15.000er Region aktuell die Situation, so wie sie sich darstellt, jedenfalls eben zu sehen bekommen. Und sollte es jetzt bald zeitnah zügig gelingen, eben hier, mit dem Bereich kämpfen wir schon seit geraumer Zeit. Also hier sieht man auch die entsprechende Brisanz. Heute früh ist das bei Twitter eventuell dem einen oder anderen schon aufgefallen. Hatte ich die 15.100er Marke eben herausgestellt gehabt oder auch im Forum hatte ich es geschrieben gehabt. Wir kämpfen mit diesem Bereich. Sollte es jetzt gelingen, diesen Bereich rauszunehmen, also das heißt, die 15.100er Marke zu erobern und dann auch oberhalb sich zu konsolidieren, dann wäre das gleichbedeutend mit einem potenziell bullischen Signal, welches dann den Weg zunächst frei machen dürfte in Richtung der 15.200er Region und darüber dann in Richtung hier der 15.270, 300er Region, also Region um die gestrigen Tageshochs und die ich auch schon hier herausgestellt hatte, so, die ich dann auch schon herausgestellt hatte als letzte Hürde, bevor es da zu einem potenziellen Stint, der dann uns in Richtung 15.470, 15.500 Punkte führen könnte, eben steht. So, und also lange Rede, kurzer Sinn, das ist aktuell das Key Level. Aktuell findet sich eben, wie gesagt, der Vorteil auf der Long-Seite. Und wir haben durch den Handel oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis eben hier diese gleitende Durchschnittslinie. Und jetzt ist es eben einfach schlichtweg so, dass nach unten durch diesen Flush-Out hier auch ein ganz klares Level, gegen das wir riskieren können, eben gegeben ist. Sprich, anders formuliert, dadurch, dass wir eben jetzt hier das Tief ausgebildet haben und dagegen die entsprechende Gegenbewegung, können wir sagen, sobald wir unter die 15 rutschen würden, unter die 15 brechen würden, würde der Vorteil
von derzeit long oder eher bodenbildungsfindend. Hier würde er wieder in Richtung Short switchen und dann würde wahrscheinlich auch der Weg freigemacht werden in Richtung der 14.800er Region. Das hängt allerdings ganz wesentlich davon ab, wie gesagt, wie sich heute Nachmittag die US-Märkte präsentieren. Aktuell sieht es erstmal danach aus, als wenn die Bullen hier auf dem Vormarsch sind. Wie gesagt, oberhalb von 15.1 sind nochmal 100 Punkte, auf der Oberseite bis 15.2 und entsprechend eben zu erwarten. So, das also im Hinblick hier auf den DAX. Wir machen mal kurz, bevor wir dann auf die Joel's Job Openings kommen. Guck mal kurz hier. Schau mal eben. So ein bisschen hakelig, ne? Also gefühlt jedenfalls. Irgendwas ist hier komisch. Irgendwie. Einen Moment. Mal ganz kurz Folgendes. So, jetzt wird hier mal der Mega-Lüfter eingeschaltet. So, nicht, dass das irgendwie dramatische Auswirkungen haben könnte, aber gucken wir einfach mal. Also, S&P in dem Kontext ganz kurz der Blick. Also, wir hatten ja, da kann man das relativ gut eigentlich auch erkennen, was ich gerade sagte, die schwachen Vorgaben, die wir vom US-Markt gesehen haben. Also, wir sind eigentlich relativ solide in den Tag hineingestartet. Ja, wir haben gesehen, Open Drive über die 4.400er Marke, also Opening Drive bedeutet an der Stelle alles ab 15:30 Uhr, also wenn die Wall Street eröffnet. Wir gehen ganz kurz mal, das machen wir mal so. Ich hole mal hier den Spider drauf, das ist der ETF, der auf den S&P gehandelt wird. Na, ich lasse mal den 5-Minuten-Chart, das passt eigentlich ganz gut. Und den hole ich deswegen rein, weil das einer der meistgehandelten ETFs tatsächlich überhaupt ist. Und in dem Zusammenhang können wir mal hier ganz kurz, das sieht man hier jetzt nicht so gut natürlich, da kommt das Hauptvolumen rein. Das ist eine verhältnismäßig dünne Eröffnung, ehrlich gesagt. Also man sollte jetzt ein bisschen aufpassen, aber schaut mal hier beispielsweise, das war wirklich ein starker Opening Drive, auch unter erhöhtem Volumen hier an der Stelle. Da sind 2 Millionen Stücke eben tatsächlich umgegangen. Das war gestern hier wirklich, wirklich dünn. Also in den ersten 5 Handelsminuten, 15:30 Uhr sind weniger als 1,5 Millionen Stücke hier in dem ETF umgegangen. Das war einfach nicht wirklich nachhaltig, so möchte ich das mal bezeichnen. Das gleiche gilt allerdings auch auf der Unterseite, also im Hinblick auf diesen Abgabedruck und dass wir dann entsprechend negativ geschlossen haben. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Aber alles in allem, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier auf diese Darstellung, kann man das auch hier relativ gut erkennen. Da, gestern der Handelstag, das war ein wirklich dünnes Umfeld, welches wir einfach hier vorgefunden haben. Gestern sind hier 65 Millionen Stücke umgegangen, um das mal ganz kurz vielleicht einzuordnen, damit wir eine Referenz haben. 65 Millionen. Wir gehen mal hier auf Finviz, dann gehen wir mal auf den SPY. Das ist der Spider. Und dann haben wir hier, da kann man sehen, das durchschnittlich gehandelte Volumen. Aber wie die letzten 22 Handelstage liegt normalerweise bei 72 Millionen. Also es war nicht ultra dünn, es ist ein richtig dünnes Umfeld, aber es war jetzt auch kein wirklich sehr aktives Marktumfeld, in dem wir uns eben einfach schlichtweg bewegt haben. Das heißt also, anders formuliert, der offizielle Start in die Handelswoche, der ist am heutigen Tag erst tatsächlich zu erwarten. Und gehen wir zurück auf den S&P 500 an der Stelle, wie gesagt. Ausgehend von diesem eher dünnen Handel. Wie gesagt, ich würde es nicht überbewerten wollen, aber nichtsdestotrotz würde ich diesen gestrigen bärischen Impuls, also diese schwache Vorstellung dann ab der zweiten Hälfte des Handelstages auch nicht überbewerten wollen. Also das bedeutet, was anders formuliert, wir sind zwar unter die 4.400er Marke gerutscht, aber ich könnte mir und auch zurück in diese Range gerutscht. Also das ist ganz wichtig, dass wir das vielleicht nochmal ganz kurz herausstellen. Ich hatte ja hier diesen Bereich zwischen 4.270, 4.280 auf der Unterseite und 4.360. 370 eben nach oben hatte ich eben hier ja zum Thema gemacht und hatte mit diesem Bruch dann aus dieser Range auf der Oberseite letzte Woche am Donnerstag war es, hatte das als sehr bullisches Signal eben bezeichnet gehabt. Und jetzt sind wir zurück in diese Range gerutscht. Ich hatte gesagt, alles, was oberhalb von 4.370 stattfindet, 4.380, das ist eigentlich alles in allem weiterhin positiv. Jetzt könnte man natürlich zu dem Schluss kommen, dass man sagen, ja, sind wir zurückgefallen in diese Range. Und infolgedessen trübt sich jetzt das Bild ein. Ich würde in dem Zusammenhang hier eher sagen, dass das gestern ein,
ja, durch das niedrige Volumen, durch den Columbus Day eher ein zufälliges Konstrukt einfach ist, das man nicht überbewerten sollte an der Stelle. Natürlich sind die Bullen heute in der Pflicht. Also es ist jetzt essentiell wichtig an dieser Stelle, dass der S&P heute dann über die 4370 läuft und auch oberhalb dieses Levels sich konsolidieren kann, beziehungsweise nach Möglichkeit sogar einen Tagesschluss sieht. Dann würde ich ausgehend hiervon in den kommenden Tagen den Run zurück über 4400 Punkte und höher eben tatsächlich erwarten. Also das ist die Grundvoraussetzung an dieser Stelle. Aber ich muss weiterhin gestehen, ich habe alles in allem einen insgesamt eher positiven Bias aktuell. Also gegeben den derzeitigen Entwicklung, die wir einfach zu sehen bekommen, der Markt alles in allem, der kann sämtliche Sorgen in Anführungsstrichen gefühlt so ein bisschen abschütteln, so möchte ich es mal formulieren. Beziehungsweise, das ist allerdings ein persönliches Gefühl. Ich habe so ein bisschen, ich komme so mehr und mehr zu dem Schluss, irgendwie neigt sich dieser in Anführungsstrichen Wahnsinn rund um diese Pandemie, neigt sich so ein wenig dem Ende. Also das vielleicht bezogen auf Deutschland ganz besonders bezogen, aber ich habe den Eindruck, als wenn wir kurz vor eben diesem, jetzt wie es in den Medien kommuniziert wird, ja, diesem Freedom Day stehen, dass diese ganzen Maßnahmen aufgehoben werden, was auch immer das heißen soll übrigens, was Aufheben von Maßnahmen bedeutet, weil ich habe mich zum Beispiel gefragt, was von diesen verabschiedeten Maßnahmen gekommen ist, um zu bleiben, oder ob das alles im Grunde genommen aufgehoben wird, sobald eben dann ich glaube, wie heißt das, epidemiologische Notlage oder irgendwie sowas. Ne, das ist, glaube ich, diese Begrifflichkeit dafür und somit dann auch alles, was unter dieses Infektionsschutzgesetz da fällt und dergleichen, dass das dann alles im Grunde genommen aufgehoben wird. Und warum ich das zum Thema mache, also das hat damit zu tun, dass das einen zumindest kurzfristigen Enthusiasmus, Optimismus vielleicht befeuern könnte. Also ich glaube, dass das Erwachen aus diesem Corona-Schläfchen oder so, also ein Dornröschenschlaf im Grunde genommen. Das ist sicherlich etwas, wo ich sagen würde, das kann kurzzeitig bullisches Momentum nach sich ziehen, aber die Schäden, die es angerichtet hat, ganz besonders die Lockdown-Politik und dergleichen, Unterbrechung der Lieferketten, in dem Zusammenhang die sich jetzt an allen Ecken zeigenden inflationären Tendenzen und dergleichen, das ist eben etwas, was längerfristig auf jeden Fall uns noch nachhängen wird, beziehungsweise in diesem Zusammenhang noch mit einigem an Spätschäden, Spätfolgen eben zu rechnen ist. Nichtsdestotrotz, kurzzeitig, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn wir eben an so einem Kipppunkt stehen, dass sich das auch nicht mehr aufrechterhalten lässt. Auch jetzt ausgehend von den jüngst veröffentlichten Zahlen zum Beispiel, jetzt bezogen hier, wir schauen immer noch den S&P offen, aber das bezieht sich eben jetzt primär eigentlich in Bezug auf den DAX an der Stelle, beziehungsweise die Situation, wie wir in Deutschland vorfinden. Auch diese jetzt gemachten Äußerungen, das glaube ich letzte Woche Freitag war das, habe ich das richtig mitbekommen oder war es am Montag? Ich weiß es gar nicht. Nee, gestern war es nicht, definitiv nicht. Dann war es letzte Woche Freitag, dass es plötzlich hieß, dass die Impfquote ja unter den Erwachsenen in unserem Land wesentlich höher liegt, schon bei über 80% wohl. Wie auch immer sie jetzt plötzlich zu diesen Zahlen gekommen sind, es ist äußerst erstaunlich, fast schon möchte man sagen, wenn man sich mal vor Augen führt, dass wir erst vor kurzem die Bundestagswahl hatten und plötzlich wie von Zauberhand dort diese Zahlen nach oben revidiert worden sind. Eigentlich, naja, man weiß ja nicht genau, ob die jetzt stimmen oder nicht. Man ist ja nicht so wirklich darüber im Bilde. Also man kann eigentlich nur den Kopf darüber schütteln, aber infolgedessen baut sich natürlich auch ein gesellschaftlicher Druck irgendwie auf, der früher oder später mal entladen oder beziehungsweise wo mal das Ventil geöffnet werden muss, um diesen mal abzulassen in irgendeiner Form. Und wie gesagt, das ist eben durchaus etwas, was nicht unterschätzt werden sollte im Hinblick auf den dann, auf den, dann vielleicht ist auch die kommenden Monate entsprechend einen kurzzeitigen Optimismus, der sich eben unter den Marktteilnehmern breit macht und der sich vielleicht dann auch beginnt, rund um den Globus so ein bisschen entsprechend zu entfalten, dass das jetzt so ein Dominostein war mit in Dänemark oder auch den Niederlanden, die Maßnahmen eben beendet haben, dieser Freedom Day, der da kam, dass das so ein Kippmoment ist und dass der sich zunächst kurzzeitig jedenfalls mal in einem breiten Optimismus, Rückkehr zum oder der Hoffnung auf eine Rückkehr zu einem Prä-Corona-Niveau eben tatsächlich, dass sich das beginnt zu entfalten. Und das ist eben alles in Kombination etwas, was mich grundsätzlich eher positiv stimmt. Bei aller Skepsis, die ich längerfristig habe, auch vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung, da wollen wir nochmal ganz kurz hier auf meinen Chart gehen, auch auf die 10-jährigen Zinsen, die sich oberhalb hier von 1,6% gestern präsentiert haben. Und auch keinerlei Anstalt machen derzeit jedenfalls hier ein Überrollen eben zu fabrizieren. Das sind die höchsten Niveaus seit Anfang Juni, Mai, Juni eben, auf die wir hier vorgestoßen sind. Und diese Entwicklungen eben aus dem Zins, die sind natürlich in einem derart stark gehebelten Umfeld. Vielleicht dazu auch nochmal ganz kurz einen Blick. Haben wir schon lange Zeit nicht mehr drauf geschaut, aber sollten wir mal wieder drauf, einen Blick drauf werfen. Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist ein bisschen blöd.
Ah, nee. Nee, 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 nee. Ist auch Quatsch. Sollte ich anders nennen. Sollte ich Margin Debt and IZ nennen. Und zwar, was wir uns hier angucken. Das müsste da eigentlich sein, ne? Advisors Perspective, kann das sein? No thanks. Gibt's hier noch? Ja. Also was diese Grafik einfängt, in dem Fall die in Rot, diese Grafik, also in Blau ist es der S&P 500, in Rot, was diese Grafik hier einfängt, ist die auf Fremdkapitalbasis, also gehebelte Position, die eben seitens der Marktteilnehmer aufgebaut worden sind. Und wir sehen, dass hier diese Margin Debt oder dieser Hebel, der sich im Markt widerspiegelt, dass der gemeinhin die höchsten Niveaus erstmal aller Zeiten erreicht hat, durch eben die Unmengen an billiger Notenbank-Liquidität, die seitens der Fed besonders zur Verfügung gestellt worden sind. Und das in diesem Zusammenhang eben Umfeld, in dem es dann zu einem Deleveraging kommt, also das heißt also einer Enthebelung, diese auf Hebel aufgebauten Positionen, auf Fremdkapital finanzierte Positionen eben reduziert werden, dass es dann eben hier zu einem entsprechend scharfen Einknicken kommt. Und nun ist die sehr simple Überlegung, die man jetzt an den Tag legen könnte, einfach jene, gut, Fremdkapital finanziert, das heißt im übertragenen Sinne Positionen, die auf Kredit gehebelt eben eingegangen sind. Und die werden natürlich reduziert in dem Moment, wo Geld teurer wird, also der Zins ansteigt. Und deswegen ist das ein derart brisantes Umfeld, in dem wir uns wiederfinden, weil, und deswegen auch immer dieser kontinuierliche Verweis eigentlich auf den Zins und warum dieser anziehende Zins eben problematisch werden könnte. Denn in just jenem Moment, wo wir einfach dann anziehende Zinsen sehen und das Geld teurer wird, besteht die Gefahr, dass es hier zu einem Kippen kommt und dass dann entsprechend eine Enthebelung des Systems stattfindet, die dann stärkeren Abgabedruck nach sich ziehen könnte. Und das ist eben durchaus eine ernstzunehmende Gefahr, die darauf, also diese Zinsüberlegung geht zurück im Grunde genommen hauptsächlich, wenn ich mich darauf beziehe, auf diese Margin Debt Geschichte. Und nun ja, also lange Rede, kurzer Sinn, der Zins bleibt also weiterhin ein ziemlich ernstzunehmende Gefahr für eine tiefere Korrektur, die uns früher oder später mal ins Haus stehen könnte. Nichtsdestotrotz, trotz dieser Gefahr, die ich eben sehe, ist dieser Gedanke, Rückkehr zum Normalen in gewisser Form etwas, was einen kurzfristigen Optimismus, besonders auch jetzt im Hinblick auf das vierte Quartal, was gemeinhin sowieso bekannt ist, als saisonal stark zu gelten und dergleichen, das ist eigentlich vielleicht ein sehr, sehr fruchtbares, ein sehr, sehr fruchtbarer Boden, auf dem einfach eine Jahresendrallye vielleicht dann eben getragen werden könnte. Und nunmehr also muss ich gestehen, bin ich kurzfristig für den DAX, mindestens kurzfristig, vielleicht auch noch ein bisschen längerfristig darüber hinausgehend, für den DAX tatsächlich eher bullisch. Könnte mir eben vorstellen, ich will jetzt nicht sagen, dass das Tief des Quartals war, so weit geht mein Optimismus nicht, beziehungsweise so klar stellt sich meine Glaskugel jetzt hier nicht dar. Aber nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass wir hier zunächst einmal mindestens einen Stint auf der Oberseite zu sehen bekommen, der uns eben, wie gesagt, in Richtung der 15.270, 15.3 führt. Das setzt, wie gesagt, aber dennoch voraus, dass wir natürlich oberhalb erstmal von 4,370 im Falle des S&P eben dann in der Lage sind, heute zu schließen. So. Stichwort Inflation, Stichwort anziehende Zinsen. Da kommen wir zu diesem Print, der heute ansteht. 16 Uhr. Ich kann mich ehrlich gesprochen nicht erinnern, dass wir in all den Jahren, in denen wir das Morning Meeting jetzt machen, jemals eigentlich en Detail über die Jolt Openings gesprochen haben. Ganz kurz vielleicht hier, was das ist. Ja. Übrigens, ich zeige euch jetzt mal einen Trick, ne? Die Frage, die kommt vielleicht. Ab und an ist es so, zumindest so die Erfahrung, es gibt hier auch Zuhörer, die sagen, das mit dem Englisch ist ja ganz nett und das lässt sich auch gar nicht vermeiden, aber ganz ehrlich, ich verstehe das gar nicht. Es gibt von Google einen Übersetzer. Einfach bei Google Translator mal eingeben, also Translator. Ja? Den Text, den ich jetzt hier gerade habe, einfach kopieren, hier einfügen, aufdrücken. Übersetzung ablesen. Ja, also das heißt, auch wenn da ein bisschen manchmal ein bisschen holprig drin ausschaut, aber wenn ihr irgendwann mal einen englischen Text habt oder wenn ich zum Beispiel in der Discord-Community im Hinblick auf die US-Equities zum Beispiel einfach nur die Unternehmens- bzw. Earnings-Release, also das heißt die Quartalsberichte, die dann da veröffentlicht werden, einfach nur einpflege, einfach um Zeit zu sparen, einfach weil der Hauptfokus auf dem Trading der jeweiligen Aktie liegt und nicht darauf, irgendwelche Übersetzungsarbeiten dann im Hinblick auf die Earnings-Releases zu machen. Einfach diesen jeweiligen Teil einfach kopieren,
hier in den Translator reinhauen und dann entsprechend sich die Übersetzung anzeigen lassen. Funktioniert bestens, reicht auch für unsere Zwecke tatsächlich komplett aus. Also, Job Openings, kommen wir darauf zurück. Was ist das? Also, es ist eine Umfrage des US Bureau of Labor Statistics, das ist das BLS, die auch zum Beispiel die Non-Farm Payrolls veröffentlichen, um offene Stellen zu messen. Es sammelt jeden Monat Daten von Arbeitgebern wie Einzelhändlern, Herstellern und verschiedenen Büros und misst dann, naja, okay, das ist jetzt ein bisschen hakelig übersetzt. Es geht im Kern um die Jobvakanzen, also die geschaffenen Stellen, die es zu besetzen gilt. Und das hatte ich gerade eben schon zu Beginn gesagt. Was man hier erkennen kann, ist, wir sind auf absolute Allzeithochs gestiegen. Also maximal, diese Zahlen werden hier eingefangen. Ich gucke mal ganz kurz, zurückgehend bis ins Jahr, ist das 2000? Das kommt aber ungefähr hin, ne? 2001, so Pi mal Daumen. Ist auf jeden Fall auf dem absoluten Allzeithoch an dieser Stelle. Normalerweise siehst du solch eine Nachfrage nach Fachkräften in jeweiligen Bereichen eben in Zeiten von Booms, also das heißt im wirtschaftlichen Aufschwung an dieser Stelle und eine entsprechende Abnahme natürlich dann, wenn es zu solchen Entwicklungen wie zum Beispiel rund um die Corona-Pandemie kommt. Also entsprechend hier kann man sehen, da gab es einen richtigen Einbruch und da gab es keine Jobvakanzen, sondern da wurden im übertragenen Sinne Jobs vernichtet, ja, nachvollziehbarerweise. Und nun sehen wir einfach, dass wir, wenn wir es jetzt besonders mal uns anschauen, über das letzte Jahr betrachtet, seit Beginn des Jahres eigentlich, da hat sich das begonnen, hier fast schon vertikal darzustellen. Und das war dann eben in Anführungsstrichen dieser voranschreitende Erfolg oder Impfkampagne an dieser Stelle. Wir sehen das hier Ende des Jahres, glaube ich, hier im November, da gab es die ersten Meldungen, dass es entsprechend eine Notfallzulassungsantrag, glaube ich, gab. Von BioNTech war das damals. Pfizer, die waren die ersten. In dem Zusammenhang, kurze Zeit danach kam Moderna und so weiter. Und dann haben wir eben hier nach den die Priorisierung und dergleichen, also das ist bezogen jetzt auf Deutschland, was hat natürlich sich rund um den Globus sehr ähnlich dargestellt, haben wir einfach kontinuierlich gesehen, dass wir besonders ab März eine entsprechende Masse, besonders als diese Priorisierung dann aufgehoben wurde und dann eben über die vulnerablen Gruppen hinweg entsprechend Impfungen auf den Weg gebracht worden sind, dass wir dann auch in diesem Zusammenhang einen zunehmenden, in gewisser Form könnte man das vielleicht sogar als Optimismus bezeichnen. Optimismus besonders von kleineren Unternehmen, Einzelhändlern und dergleichen zu sehen bekommen haben. Das ist früher oder später, es dauert nicht mehr lange, dann sind wir eben entsprechend eben wieder bei einem Normal, einem wirtschaftlichen Normal oder Prä-Corona-Niveau oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und in dem Zusammenhang, das antizipierst du natürlich als Unternehmer. Du sagst dann, okay, wir stellen uns jetzt entsprechend auf für den Run auf unsere Produkte, just in dem Moment, wenn es wieder zurück zu einem Normal geht. Dafür brauche ich aber natürlich Arbeitskräfte. Da werden entsprechende Jobs geschaffen und diese Jobs werden aber nur oder können nur sehr, sehr schwer besetzt werden. Warum können sie nur sehr schwer besetzt werden? Naja, weil parallel dazu die US-Regierung ja hergegangen ist, schon damals unter Donald Trump, aber dann auch jetzt unter der Biden-Administration, die sind hergegangen und haben gesagt, naja, wir geben den Leuten im Grunde genommen jetzt als Entschädigung dafür zu Hause bleiben zu müssen, ihren Job verloren zu haben und dergleichen. Wir geben ihnen die sogenannten Stimulus-Checks. Das heißt also, die kriegen von uns Geld dafür, dass sie in Anführungsstrichen zu Hause bleiben. Nun sind allerdings dann ist die Größenordnung dieser Stimulus-Checks so gewesen, dass eben viele sich darüber hinausgehend, ich vereinfache das jetzt sehr, sehr stark, aber ich denke, diese Denke, die kann man sofort nachvollziehen, die haben einfach keine Motivation gehabt, mehr zum Arbeiten zu gehen. Warum auch? Also, wenn ich jetzt sagen wir mal zum Beispiel mich in der Woche 40, 50 Stunden lang krumm mache und irgendwie einen Low-Wage-Job nachgehe, wie auch immer, also im Niedriglohnbereich eben agiere und dafür 40, 50 Stunden arbeite, um sagen wir mal $1.200 zu bekommen und der Staat gibt mir 1.500, wenn ich zu Hause bleibe, ja, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr 40, 50 Stunden krumm machen und entsprechend eben für $1.200 schuften gehen, sondern werde zu Hause sitzen und werde eben entsprechend die Stimulus-Checks einkassieren. Und genau diese Entwicklung, die fällt jetzt eben hier der US-Regierung auch im Hinblick auf den wirtschaftlichen Ausblick auf die Füße. Denn jetzt müssen diese Stimulus-Checks zurückgenommen werden. Es sind zwar Jobs da, die bedient werden können, aber die Leute stellen sich jetzt natürlich an der Stelle schon die Frage, warum sie denn jetzt die staatlichen Unterstützungen, die sie fürs Nichtstun bekommen haben, warum sie auf die verzichten sollen und dann zeitgleich einem Job wieder nachzugehen, eine Stelle zu besetzen, wo sie nicht ausreichend bezahlt werden, sofern sie sich überhaupt dafür qualifizieren. Das ist nämlich der nächste Punkt, der dann an dieser Stelle natürlich beginnt, eine Rolle zu spielen. Sind diejenigen, welchen Fachkräfte hier überhaupt für die jeweiligen Stellen geeignet? Das ist dann weniger eigentlich eine Lohnfrage an der Stelle, sondern vielmehr eigentlich eine Qualifikationsfrage. Und da sehen wir einfach in dieser Hinsicht, dass es dort jetzt infolge dieser Regierungs-
Unterstützung oder der staatlichen Unterstützung einfach zu Verwerfungen kommt, potenziell, die einfach mal ein riesengroßes Loch in diesem Bereich hier in Bezug auf die Job-Vacancies einfach reißen. Und das heißt also, die Stellen nicht bedient oder nicht besetzt werden können. So, und diese Entwicklung, genau diese Entwicklung, die ist natürlich etwas, die ist potenziell inflationstreibend, wie ich das gerade schon initial sagte. Denn wenn ich jetzt versuchen möchte, einen Mitarbeiter für mich zu gewinnen und sagen wir mal, der hat die Wahl zwischen mir und einem Konkurrenten und ich sage, der eigene sich für mich und der Konkurrent sagt, aber ich will den auch haben, weil es ein Top-Mann ist oder Top-Frau oder Top-X oder ich weiß nicht, ja, Toppende, ich weiß nicht, wie das, ich weiß nicht mehr, wie das heißt in der heutigen Zeit bei diesem sprachlichen Wahnsinn, das ist ja genau das Nächste. Okay, zurück zum Thema. Also, an dieser Stelle, also ich will denjenigen welchen haben und dann, wie kriege ich ihn? Indem ich ihm mehr Gehalt zahle, also mehr Lohn zahle. Allerdings muss ich auch schauen, dass meine Gewinnmarge trotzdem ausreichend hoch ist, dass ich natürlich weiter mein Unternehmen profitabel führen kann. Was wiederum bedeutet, dass ich an dieser Stelle das mehr an Lohn, was ich ihm zahle, natürlich logischerweise auf die Preise aufschlage, die mein Endverbraucher zu tragen hat, was etwas ist, was wir gemeinhin als Inflation bezeichnen. Und das damit kann es zu einer Preisspirale, zu einer sich kontinuierlich beschleunigenden Preisspirale einfach schlichtweg kommen, die dann ganz wesentlich eben entsprechend zu den Inflationsaussichten zeitnah eben entsprechend beiträgt. Und das ist deswegen brisant. Und jetzt sieht man, wo die Brücke herkommt. Wenn wir jetzt heute eben, und man sieht, dass da erneut erwartet wird, dass wir im Bereich der vorherig neu geschaffenen Stellen geschaffen worden sind, wenn wir da jetzt plötzlich einen Print zu sehen bekommen mit 11 Millionen Jobvakanzen, die offen stehen, höher vielleicht sogar noch. Also nochmal ein neues Allzeithoch hier zu sehen bekommen. Also diese sowieso schon fast vertikale Entwicklung sich hier noch weiter beschleunigt. Dann ist das etwas, was potenziell zinstreibend wirken kann aus den gerade geschilderten Umständen. Job-Vacancies gehen immer weiter hoch, Fachkräftemangel. Die Leute wissen nicht, wie sie die Leute ranbekommen. Wenn sie sie attraktiv einstellen oder wenn sie sie anziehen wollen, wenn sie ein attraktives Umfeld schaffen wollen, werden sie das besonders über die Lohnzahlungen entsprechend machen, also höhere Löhne, was folglich aber preistreibend natürlich im Bereich des Geldbeutels oder beziehungsweise dann beim Endprodukt und entsprechend höheren Preisen, die der Endverbraucher zu zahlen hat, natürlich resultieren werden. Und das bedeutet etwas anderes. Jeder Print, der heute oberhalb der Erwartung hier veröffentlicht wird, ist potenziell in der Lage, entsprechend hier diese Zinsentwicklung noch weiter zu treiben und einen tiefen Lauf über das 1,6%-Level eben hier in 10-jährigen US-Zinsen nach sich zu ziehen. Und das ist etwas, das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Das gilt natürlich aber auch umgekehrt, just nämlich in jenem Moment, wo dieser Job-Opening Print hier heute um 16 Uhr unter der Erwartung veröffentlicht wird. Also aktuell liegt der Konsens bei 10,925. Wenn wir jetzt bei 10,9, 10,8 Millionen vielleicht veröffentlicht werden und es hier so eine leichte topische Bildung gibt, dann könnte das dazu führen, dass wir folgerichtig hier erst einmal nach diesem auch besonders sehr, sehr scharfen Lauf jetzt auf der Oberseite, wir sind immerhin ausgehend von der FED-Sitzung vor rund 3 Wochen, also morgen vor 3 Wochen, sind wir einfach mal an der Stelle 30 Basispunkte gelaufen. Also 30 Basispunkte, 0,3 Prozentpunkte. Das ist zwar jetzt an der einen Stelle, dass man sagt, naja, es ist ja nicht so viel, aber man muss sich mal vor Augen führen, wir reden hier von dem liquidesten Future oder einem der liquidesten Futures der Welt in der Weltreservewährung. Das ist eine Riesenbewegung. 0,3 oder 30 Basispunkte Bewegung hier an dieser Stelle, das ist eine riesengroße Bewegung. Und demnach ist es so, dass soll ein Print dann in der Lage ist, hier einen kurzzeitig schärferen Push deutlich zurück unter 1,6% nach sich ziehen könnte. Und das ist natürlich wiederum etwas vor dem Hintergrund dessen. Dann kommen wir jetzt nämlich zu den Trading-Gelegenheiten, die sich daraus ablesen lassen. Wir wissen aus der jüngeren Vergangenheit, dass Gold oder auch Silber beispielsweise sehr, sehr sensibel auf diese Zinsentwicklung, auch die Entwicklung eben im US-Dollar jüngst reagiert haben. Und das bedeutet etwas konkreter gesprochen. Wir haben hier relativ klare Level, an denen wir uns eigentlich orientieren, beziehungsweise hier, ja, aber mal mit dem Stundenchart an der Stelle. Das Szenarientableau, was man jetzt skizzieren könnte, das könnte wie folgt aussehen. Man könnte sagen, jeder Print, der deutlich oberhalb der Erwartung liegt, also 11, und Millionen Jobvakanzen beispielsweise, um einfach mal mit einer konkreten Zahl zu arbeiten, beinhaltet, ist gut dafür, einen kurzen Spike in Zinsen nach sich zu ziehen. Folglich eben durch die negative Korrelation, also sprich Zins rauf, Gold eher runter und umgekehrt, wäre das dann etwas, was in der Lage ist, Gold unter 1750 US-Dollar zu drücken. Sollten wir solch ein Print zu sehen bekommen, also über 11, aber der Spike in den Zinsen auf der Oberseite ausbleiben,
dann würde das wiederum implizieren, dass ein Großteil dieser Erwartungshaltung bereits eingepreist ist. Besonders das bedeutet wiederum, dass wir in dieser Konstellation dann eventuell eher davon ausgehen sollten, dass wir in Gold unterbewertet sind und nach einem kurzen vielleicht Flush, den wir zu sehen bekommen, kurzen Spike unter die 1750, sehen wir anschließend entsprechend eben einen Run höher. Auch so würde man das dann wahrscheinlich am ersten argumentieren, dass man dann in die Richtung sagt, okay, das sieht jetzt eher danach aus, als wenn sich weiter Inflationsdruck aufbaut. Also man nimmt jetzt bereits vorweg, dass die Realverzinsung noch negativer wird, und das ist etwas, was gemeinhin bekannt ist, bullisch für Gold dann eben entsprechend sich auszuwirken über kurz oder lang. Alternativszenario: Jolt kommt rein unter der Erwartung, 10,9, 10,8 Millionen. Wäre etwas, was ebenfalls einen Push tiefer in Zinsen nach sich ziehen könnte. Auch das wäre etwas, was eher bullisch und dann einen deutlichen Lauf zurück über in Richtung der vielleicht 1780er-Region vielleicht nach sich ziehen könnte. Das wäre allerdings vor dem Hintergrund der aktuell relativ niedrigen Volatilität schon ein ziemlich großer Move. Nichtsdestotrotz, man sollte natürlich im Hinterkopf behalten, wir haben morgen um 14:30 Uhr wiederum die Inflationszahlen aus den USA, die veröffentlicht werden. Die sind potenziell sowieso treibend für den Preis in die eine oder andere Richtung, besonders in Edelmetallen, im Zins und dann auch im US-Dollar natürlich. Bedeutet also etwas konkreter gesprochen, das könnte sein, dass wir auf solch einen Jolt Opening, der eben unter der Erwartung reinkommt, morgen dann entsprechend oder ein Vorwegnehmen der Zahlen morgen zu sehen bekommen. Und ja, also wir sehen, was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass der Print durchaus einiges an Volatilität begünstigen könnte. Wir sollten es nicht unterschätzen. Eventuell kochen wir es an der Stelle wesentlich heißer, als wir es dann schlussendlich essen werden. So könnte man es auch zusammenfassen. Kann durchaus sein, dass die Zahlen veröffentlicht werden und der Markt im Grunde genommen einfach wegatmet. Passiert gar nichts. Aber nichtsdestotrotz, man sollte es auf dem Schirm haben und dann eventuell um 16 Uhr durchaus mal einen Blick eben auf FX, US-Dollar auf breiter Front, ganz besonders aber auf Gold bzw. auf Silber eben tatsächlich werfen. Apropos Silber, das ist natürlich auch eine ziemlich zähe Angelegenheit, was wir hier zu sehen bekommen. Ich hatte gestern ja schon gesagt, wie ich mit dem Trade von letzter Woche Mittwoch bis dahin verfahren bin. Also, was erstmal optimal war, war dieser Spike, den wir auf die NFPs zu sehen bekommen haben. Teilgewinnmitnahme auf den Weg gebracht. 20% habe ich aus der Position rausgenommen. Wir sind dann allerdings hier in diesem Bereich gescheitert, zurückgelaufen. Ich hätte gerne gesehen, dass wir oberhalb von 22,80 die Woche beschließen. Das hat nicht funktioniert. Wir haben auch bis jetzt diesen Bereich nicht zurückerobert. Stop habe ich gezogen unter diese Konsolidierung hier an dieser Stelle. Also das bedeutet, mein Stop liegt aktuell hier bei 22,40, 22,38 tatsächlich. Und ich denke, da liege ich auch tatsächlich gut, weil ein Fall unter dieses Niveau es wahrscheinlich werden lässt, dass wir nochmal eine Attacke auf die 22 sehen. Da hätte mein Stop sicherlich dann auch gelegen, aber ich möchte den Trade eigentlich nicht mehr ins negative Territorium laufen lassen, nachdem wir jetzt zwischenzeitlich hier fast einen Punkt, also einen Dollar, an der Stelle pro Unze eben auf der Oberseite gelaufen sind. Das scheint mir unnötig an der Stelle. Dann würde ich lieber nochmal einen Re-Entry gegen die 22 eventuell in Betracht ziehen, sofern solch ein Lauf stattfindet. Hier sind die Level relativ klar. 22, wahrscheinlich 22,40. Also da mein Stop da liegt, ist das der Bereich, wo ich auch davon ausgehe, dass meine grundsätzlich kommunizierte These nicht mehr gegeben ist. Also sprich etwas anders formuliert, 22,40 ist so der Schlüsselbereich. Sobald wir drunter fallen, weiterer Abgabedruck erwartbar. Das wäre ein Lauf, der wäre zu erwarten. In dem Moment, wenn eben Zinsen weiter auf der Oberseite beschleunigen und wir sehr tief über 1,6% laufen, 10-jährigen Zinsen, sehen wir auf der Kehrseite eben das bullische Szenario. Dann würde ich oberhalb von 22,80 die Chance als sehr hoch erachten, dass wir in Richtung der 23,20 rund, knapp runter 23,15, das ist wahrscheinlich eher die Hochs von den On-Farm-Payrolls eben laufen. Und wo wir dann morgen auf den entsprechenden Impulsgeber 14:30 Uhr Inflationszahlen eben entsprechend warten. So, das also zu Gold, zu Silber, ausgehend von den Joules. Ja, DAX überhalb von der 1, das sehen wir jetzt hier. Also 15,1, da sind die bullischen Vorgaben weitergegeben. Das ist ein sehr positives Signal. Ich will es nochmal ganz kurz zeigen. Ich gucke mal eben hier. Nee, Moment, Moment, Moment. So. Und zwar hier. Das war der Tweet von heute Morgen. Open Range zwischen 15.007 und 86. Intraday-Vorteil oberhalb. Immer auf 5 Minuten Basis ist Long. Rückeroberung der 100 ebnet zunächst Weg Richtung 15.200er Region. Und das scheint jetzt das, wo wir uns auf den Weg gemacht haben. So, ja. Das wäre es also für den DAX Gold Silber gewesen. Devisen gibt es nicht viel mehr zu sagen. Also, jedenfalls nicht im Euro-US-Dollar. Ich habe gestern einen sehr interessanten Tweet gesehen.
Musste allerdings mal kurz gucken, ob ich den noch wiederfinde. Hat interessanterweise, habe ich erst gestern Abend gesehen. Ich müsste doch jetzt wirklich mal gucken. Oh, war ja, ob ich das überhaupt finde. Ich guck mal kurz. Eventuell finde ich das auch nicht. Nee. Um was es nämlich im Kern ging, war das, was ich gestern schon im Morning Meeting hier sagte, nämlich in Bezug auf die Entwicklung rund um den japanischen Yen. In dem Tweet stand im übertragenen Sinne: Wir sehen ein regelrechtes Bärenfest, also Bärenfest im Yen, beziehungsweise Bullenfest hier im Dollar-JPY zum Beispiel. Wir hatten gestern ja hier gesagt, und ich sagte es auch in dem Zusammenhang, es ist ein unglaublich trendstabiles Währungspaar. Also das bedeutet etwas anderes. Das ist zwar stark überdehnt, aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass sich hier dieser Trend in irgendeiner Form umkehrt. Maximal ist eine Konsolidierung seitwärts eventuell zu erwarten. Und ja, wir sehen es. Also heute früh gab es mal einen kurzen Flush hier an der Stelle und eine Attacke auf die 113 wird sofort wieder aggressiv zurückgekauft. Und auf der Oberseite eben die 114er Region, die ich gestern hier schon zum Thema gemacht habe, rückt jetzt auch wieder in den Mittelpunkt des Geschehens. Und zurückkommt zu diesem Tweet. Das sind Entwicklungen im Devisenbereich, besonders im Yen jetzt aktuell, die auch so ein bisschen Sorgen nach sich ziehen. Also ich will es nicht überbewerten, aber ich muss gestehen, irgendwas sagt mir, da ist was im Busch in Anführungsstrichen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Zeiten in Anführungsstrichen aus dem Nichts kommend, aber so wirklich aus dem Nichts kommt nichts, weil kommt es nicht, weil wir können es ja hier erkennen, dass da früher oder später ein plötzlicher Schlag mit dem Hammer kommt. In irgendeiner Form eine Ankündigung, vielleicht der japanischen Notenbank, wie auch immer geartet sie sein soll oder dergleichen. Und die dann eben starke Volatilität auf breiter Front begünstigt. Das zeigt sich meistens frühzeitig im Devisenbereich durch eben die Breite und Tiefe des Devisenbereichs. Also sobald du auf breiter Front eben dann Volatilität siehst, wirst du in der Nachbetrachtung erkennen können, dass sich das im Devisenbereich schon frühzeitig abgezeichnet hat, eben ausgehend von der Größe des Devisenmarktes in Relation zu den anderen Märkten. Und das, was wir gerade im japanischen Yen einfach zu sehen bekommen, ist durchaus etwas, was besorgniserregend anmutet, denn diese starke Abwertung, die hier im japanischen Yen derzeit stattfindet, die auf den Weg gebracht wurde, mit Sicherheit auch durch die jüngsten Entwicklungen im Zins, aber vielleicht auch, wo vielleicht im stillen Kämmerlein, geheim in Anführungsstrichen, vielleicht die Bank of Japan hier aktuell versucht, den japanischen Yen auf breiter Front unter Druck zu bringen. Eventuell tut sie das in Antizipation einer jetzt zunächst zu erwartenden stärkeren Volatilität in irgendeiner Form und will dann auf diesem Weg bereits frühzeitig den japanischen Yen schwächen, um eben beispielsweise die Exportwirtschaft in Japan in irgendeiner Form in eine vorteilhafte Lage zu positionieren. Wie auch immer. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass diese Entwicklung hier sicherlich durchaus brisant anmutet und in dem Zusammenhang der japanische Yen weiterhin einfach für alle FX-Trader derzeit kein attraktiver Long-Kandidat ist. Also da sollte man sehr vorsichtig sein, auch wenn man natürlich jetzt hier recht zügig geneigt dazu sein könnte, zu sagen, ja, wir sind schon so weit gelaufen, jetzt müsste ja früher oder später mal, müsste es dann auch eine Korrekturbewegung geben. Die Trendstabilität durch eben den Umstand, dass es ein sehr, sehr zinssensitives, eine sehr, sehr zinssensitive Währung ist, sollte man nicht unterschätzen. Und der gestrige Tag hat es unter Beweis gestellt. Also als wir gestern hier im Morning Meeting Dollar Yen zum Thema gemacht haben, da haben wir in diesem Bereich hier gehandelt. Das war roundabout um 113 schon bereits. Wir sind ausgehend von den Tiefs, die hier, oder beziehungsweise des Initialgebers, des Initiators dieser Bewegung, ausgehend von den Non-Farm Payrolls, sind wir zu diesem Zeitpunkt hier schon über 150 Pips gelaufen gewesen. Es gab eine kleine Konsolidierung und dann haben wir einfach auf der Oberseite nochmal hier 50 Pips oben drauf gelegt und haben auch im Bereich der Tageshochs gestern geschlossen. Und genau diese Trendstabilität, die sollte man nicht unterschätzen und die macht Short-Engagements derzeit im Dollar-Yen oder Spekulieren auf ein Mean-Reversion-Play oder dergleichen sehr, sehr riskant. Und da würde ich mir zweimal überlegen. Nicht, dass es jetzt Long auf der Kehrseite attraktiver wäre, Dollar-Yen dann in der Stelle oder japanischen Yen Short, vor dem Hintergrund, dass wir schon so sehr weit gelaufen sind. Aber zumindest mal sollte man auf seinen Spot warten. So will ich es mal vielleicht formulieren. Also es gibt sicherlich attraktivere Umfelde im derzeitigen oder attraktivere
Gegebenheiten, Setups, die sich ergeben können, als jetzt aktuell gegen diesen Lauf hier in irgendeiner Form zu spekulieren. So, das nochmal final zum Dollar-japanischen Yen. Und wir machen mal hier einmal dann, machen wir es, Bitcoin auf. Und ich gucke mal kurz hier in die Chatbox. Zack. Okay. So, und here we go. Here we go again. Mal ganz kurz hier den 5-Minuten-Chart vielleicht sogar. Ja, ist nicht so günstig. Machen wir es über die Stunde. Also, da laufen wir jetzt gerade auch in einen potenziellen Schlüsselbereich. Schlüsselbereich deswegen, weil ein Bruch dieser Trendlinie hier diesen kurzfristig bullischen Modus eben zum Erliegen bringen würde, kurzzeitig jedenfalls. Wir sind fast vorgestoßen in Gefilde um hier 60.000 auf der Oberseite, also fast. Wir haben noch ein paar Meter zu machen, ehrlich gesagt, das sind noch 2.500 Dollar, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt dahingehend ein interessanter Bereich, weil man natürlich sich schon die Frage stellen muss oder sollte an der Stelle, will man hier nochmal sich long positionieren? Wenn du mit einem kleinen Risiko in den Trade reinkommst, also das heißt, dich long positionierst jetzt vielleicht rundgesprungen gegen die 57, dann möchtest du deinen Stop allerspätestens aber dann hier unterhalb dieses Tiefs eben haben, was wir hier ausgebildet haben. Also die morgendlichen Tiefs, sobald wir tiefere Tiefs oder neue Tagestiefs an der Stelle eben markieren würden, würde ich hier Bitcoin ungern noch weiter long sein wollen. Wenn wir uns gegen 57 also positionieren, mit einem Stop im Bereich 56,2, ja, 56,3, dann kommen wir mit 700 Dollar Risiko rein in den Trade und würden an der Stelle eben da weiter darauf spekulieren, dass dieses runde Level um 60.000 angelaufen würde. Würde tatsächlich trotz dieses sicherlich recht weit gelaufenen Trends schon, aber nichtsdestotrotz würde CRV-technisch durchaus nochmal attraktiv vielleicht sein. Was wir nicht unterschätzen sollten, ist natürlich, wir haben diverse Legs gesehen, ab, Konsolidierung, Nummer 2, dann hier verhältnismäßig lange Bewegung, das ist Nummer 3, jetzt eventuell Nummer 4, also das heißt, etwas anders formuliert, als jungen Trend könnte man das bezeichnen, in dem Moment, wo wir von vielleicht der zweiten bzw. dritten Progression maximal sprechen oder wenn wir auf die dritte Progression spekulieren, Progressionsarm 4, 5, da wird es dann schon relativ alt im Trend. Das bedeutet etwas anders formuliert. Ich würde in der Konstellation vielleicht dem dahingehend Tribut zahlen, dass ich das mit reduzierter Positionsgröße handeln würde. Also das heißt, am aggressivsten hätte ich mich wahrscheinlich hier, besonders in diesem Bereich, vielleicht sogar positioniert, nachdem wir hier eine deutliche, längere Konsolidierung eben haben bilden können. Das wäre dann allerdings auch schon problematisch dahingehend geworden, weil wir hier die dritte Progression schon an dieser Stelle gesehen haben. Deswegen, das hakt so ein bisschen. Aber grundsätzlich, um es auf die aktuelle Situation anzuwenden, ich wäre hier so ein bisschen vorsichtig mit zu aggressiven Positionen, sehe den Vorteil aber weiterhin ganz klar long, sofern wir es schaffen, uns oberhalb von 56.000 zu halten, rund gesprochen. Und solange auch wir diese Trendlinie eben entsprechend hier halten können. Also es sieht ganz danach aus, als wenn eher früher als später damit gerechnet werden sollte, dass Bitcoin hier mit neuen Allzeithochs eben tatsächlich aufwartet. Moin. Ja, hallo. Ich guck mal ganz kurz hier rein. Sehr schön, nee, aber das wird alles übertragen. Okay, also auch die Chatbox, die kriege ich ja auch hier entsprechend eingeblendet. Einzeltitel hatten wir jetzt noch nicht groß zum Thema gemacht. Ist auch weiterhin relativ, naja, also ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Wie gesagt, also wir haben ab morgen haben wir die Earnings-Berichtssaison dahingehend, dass wir eben die Banken dann berichten sehen. JP Morgan, ich hatte gestern schon was zu gesagt. Das, was man in dem Zusammenhang so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte, ist mit Sicherheit hier der XLF. Ach so, den habe ich ja noch drin von gestern hier. Hat gestern natürlich so ein leichtes Überrollen zu sehen bekommen. Gegen diesen Bereich hat einen ersten Versuch gestartet, sich irgendwie hier aus dieser Konsolidierung nach oben zu verabschieden, vielleicht in Antizipation entsprechend eines Breaks höher. Vor dem Hintergrund, dass wir jetzt die Earnings Season eben morgen diesen Kickoff sehen, ich mache das mal ganz kurz anders farbig, und dass eben diese Konsolidierung hier sich potenziell vielleicht nach oben
auflösend zeigt, eben ausgehend von dann an der Stelle eben beispielsweise der Aussicht, dass die Guidance durch anziehende Zinsen zum Beispiel noch höher ausfällt oder günstiger ausfällt, als das eventuell der ein oder andere Marktteilnehmer erwartet, sollte man vielleicht diesen Bereich so ein bisschen beobachten gegen diese Trendlinie an der Stelle. Könnte mir vorstellen, also wenn wir diesen Bereich halten können, also das wäre dann so auf den XLF bezogen, jetzt vielleicht so die 38er-Region, könnte man sagen, dass man dann in Antizipation eines Breaks höher vielleicht hier schon attraktive Einstiege findet und auch relativ zügig weiß, ob der Markt dann darauf reagiert, positiv oder eben entsprechend nicht. Wenn JP morgen Zahlen liefert, aber darauf eben nicht dieser bullische Impuls kommt, dann auch im breiten Sektor kommt, dann wüsste ich auf den Trade, eventuell ist diese Erwartungshaltung eines Breaks aus dieser Konsolidierung auf der Oberseite einfach nicht gegeben. In Antizipation, wie gesagt, findet sich hier im Bereich eben um diese Trendlinie wieder ein Stück weit tiefer, um die 38er-Region, ein ganz interessanter Bereich, den man als ersten kleinen Einstieg wählen könnte, um einen günstigen Einstieg zu haben. Und dann vielleicht skaliert man sich auf diesem Weg auch in den Trade hinein, dass man erst eine kleine Position aufbaut und die stückweise weiter aufbaut, sobald dann eben entsprechend die Earnings Releases, also der Financial Institutions, also JP Morgan, Citi, Morgan Stanley, Goldman Sachs und so weiter, eben entsprechend überzeugen und dann eben hier diese Konsolidierung auf der Oberseite aufgelöst wird, auf diesen bullischen Break man dann nochmal zusätzlich entsprechend eben aufsattelt. Also das wäre jetzt etwas, das würde ich im Einzeltitelbereich in Antizipation auf die jetzt anstehende Banking Earnings Season eben tatsächlich hier zum Thema machen wollen. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz. Eine Frage ist da gerade reingekommen. Ein Moment. Oh, das übersteigt bei weitem meinen Horizont. Die Frage ist, wie es sein kann, dass diese Divergenz im Kryptobereich zustande kommt. Also Bitcoin findet sich jetzt aktuell jeden Tag im übertragenen Sinne im Plus und beispielsweise Ethereum oder Cardano zum Beispiel finden sich aktuell hier nur marginal positiv, wenn überhaupt eben. Also ich glaube, die wahrscheinlich, also so würde ich zumindest, dafür würde ich von ausgehen, die wahrscheinlich beste Begründung in dieser Konstellation dürfte sein, dass Bitcoin einfach eine wesentlich höhere Nachfrage im spekulativen Bereich, einfach besonders im Privatanlegerbereich sieht. Also nicht, dass das Ethereum nicht beispielsweise auch eine von Privatanlegern angesteuerte Kryptowährung eben tatsächlich wäre, aber ich glaube, im Hinblick eben auf Bitcoin ist das nochmal eine etwas in Anführungsstrichen andere Liga. Und der aktuelle, kann man es Hype nennen, ja, vielleicht in gewisser Form, den wir dort zu sehen bekommen, der spiegelt sich eben hauptsächlich in Bitcoin wieder und dann entsprechend eben im entsprechenden stärkeren Aufschlägen. Ja, genau, ja, das ist eine ganz schöne Bezeichnung. Das schreibt Dandy hier gerade auch. Bitcoin hat schon immer die Altcoins, also alt steht an der Stelle nicht für alt wie alt, für die sich damit noch nicht beschäftigt haben, sondern Alternative, also das heißt andere wie Ethereum beispielsweise. Und genau, dass das dann so ein Spillover-Effekt gegeben hat, einfach. Ausgehend von Bitcoin, ausgehend von der höchsten Präsenz, auch in der medialen Finanzberichterstattung und dergleichen, hat das einfach dann auf andere Bereiche eben ist das übergeschwappt. So im übertragenen Sinne, auch wenn das nur grob vielleicht gesagt werden sollte, aber so ähnlich wie man sich was bei Tesla vorstellen kann im Electric Vehicle-Bereich, sodass da zum Beispiel dann plötzlich auch ein verstärktes Interesse plötzlich in anderen Vehicles war, nicht EV-Vehicles, im EV-Segment, also Electric-Vehicle-Segment tätigen Unternehmen wie NIO zum Beispiel oder beispielsweise wie Li oder XPeng zum Beispiel in China dann an dieser Stelle und dass das dann eben diesen Spillover-Effekt nach sich gezogen hat. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die sinnvollste Herangehensweise an der Stelle. Aber das ändert nichts am Umstand, dass auch Ethereum super attraktiv, also Ethereum jetzt als Alternative an der Stelle, zu Bitcoin eben auch super attraktive Trading-Setups tatsächlich in der Lage ist, auf den Weg zu bringen, weil die technisch sehr sauber funktionieren, die Setups. Denn da kommt nämlich genau dieser Privatanleger-Aspekt ganz wesentlich zum Tragen, wo wir dann einfach mal viele sehen, die einfach ihre
technische Analysekenntnisse eben dann ins Spiel bringen bei oder im Kryptobereich eben entsprechend und dadurch relativ teilweise einfach anmutende, aber dennoch hocheffektive Trade-Hypothesen eben sich formulieren lassen, ausgehend von beispielsweise Trendlinien, Tests und dergleichen, so wie ich das hier auch recht simpel eigentlich mache. Also das ist ja nichts, was jetzt in irgendeiner Form eine tiefgehende Ausbildung irgendwie als Trader erfordert oder dergleichen. Eben einfach hier zu sagen, okay, das Ding, das geht offensichtlich von links unten nach rechts oben und ziehen wir einfach mal eine Linie rein, die eben entsprechend die relativen Tiefs hier miteinander verbindet. Und dann sage ich einfach, Rücksetzer auf diese Linie, also desto höher die Zeitebene natürlich an der Stelle, desto höher auch die Brisanz, dann wäre das ein potenzieller Einstiegsbereich, gegen den ich mich hier long positioniere. Das kombiniere ich vielleicht noch mit entsprechenden ehemaligen Tiefs, psychologisch relevanten Leveln, Doppel-Nuller, Dreifach-Nuller-Leveln beispielsweise, kombiniere das und habe dann eben entsprechend meine, in Anführungsstrichen, verhältnismäßig einfach anmutende Trade-Hypothese, die aber durch den Umstand, dass viele relativ einfach auch in diesem Bereich dann oder vielleicht nicht so fortgeschritten sind im Bereich technischer Analyse, die dann einfach genauso aber dennoch agieren und es dadurch zu einer sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiung beispielsweise wird. Ja, und wie gesagt, das spiegelt sich an erster Stelle dann erstmal in Bitcoin wieder und danach eben diesen Spillover-Effekt an der Stelle auf eben andere Coins wie beispielsweise Ethereum. Das ist übrigens ein ganz interessanter auch noch Gedanke. Also das ist etwas für diejenigen, welchen die sagen, kann man da eigentlich auch profitable Trading-Setups formulieren? Kann man das profitabel traden? Gibt es da Möglichkeiten, eben Strategien zu entwickeln und dergleichen? Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die man machen kann. Altcoins reagieren verzögert auf einen Bitcoin-Bullrun, schreibt der Andy. Es ist tatsächlich ganz interessant, dass man sehen kann, dass beispielsweise, wir erinnern uns an Coinbase zum Beispiel. Coin hat eine recht stark positive Korrelation zu Bitcoin zum Beispiel. Also das ist diese, ich nenne sie jetzt mal Kryptobörse. Ja. Wir haben aber auch andere nicht Börsen, Titel, die zum Beispiel in diesem Bereich hier tätig sind. Mara zum Beispiel, Riot Blockchain, die sind zum Beispiel in diesem Bereich, sind die tätig. Wir haben MSTR. MicroStrategy ist das, glaube ich, ne? MicroStrategy. Das sind alles Unternehmen, die sind im Bereich Krypto sehr stark agierend unterwegs, beziehungsweise die haben ergänzend dazu auch eben eine Bilanz, die sehr, sehr stark in Bitcoin beispielsweise investiert ist. Also MSTR zum Beispiel hat sehr, sehr viele seiner Funds eben in Kryptos, ganz besonders in Bitcoin eben geparkt, was dazu führt, dass die Bilanzsumme beziehungsweise auch der Kurs des Unternehmens, der Aktie entsprechend natürlich sehr stark positiv korreliert ist dann entsprechend zur Bitcoin-Entwicklung. Das Interessante ist jetzt dabei, dass sich da häufig sogenannte Ineffizienzen herausfiltern lassen. Also Ineffizienzen dahingehend, dass beispielsweise eine Reaktion, die bullisch in Bitcoin stattfindet, eine verzögert bullische Reaktion in einem dieser Einzeltitel nach sich zieht. Und da lassen sich durch diese Diskrepanzen eben tatsächlich sehr, sehr interessante, ja, vielleicht auch sogenannte Statistical Arbitrage-Ansätze eben fahren oder Pair-Trades absetzen. Ja, wir haben eine stark positive Korrelation. Bin ich im einen Long, der überbewertet ist, Entschuldigung, bin in dem Short, der überbewertet ist und in dem Long, der unterbewertet ist und hedge das im Grunde genommen gegeneinander aus im übertragenen Sinne. Versuche von dieser Diskrepanz, bis es wieder zu einer Normalisierung gekommen ist, zu profitieren, beziehungsweise kann auch rein sogenannte Delta-Trades machen zum Beispiel, die dann darauf spekulieren, dass der unterbewertete Titel sich entsprechend zeitnah an das überbewertete Pendant, in dem Fall Bitcoin, wieder heranführend, also entsprechend dieser Pop dann zustande kommt. Also da lassen sich aus diesen hohen positiven Korrelationen, aber eben diesen Verzögerungen, bis es dann zu dem Widerspiegeln der Bewegung eben ich sag mal, des Hauptinitiators, der meistens eben Bitcoin ist, da gibt es dann häufig eben die Möglichkeit, eben Vorteile daraus zu identifizieren, beziehungsweise profitable Handelsstrategien. Das ist durchaus auch mal eine Idee für den einen oder anderen quantitativ orientierten Trader an der Stelle, vielleicht einmal so zwei, drei Gedanken auf den Weg zu bringen, wie man das kapitalisieren könnte. Das kann durchaus sehr, sehr spannend sein. Ja. Okay, das als kleiner Exkurs zum Thema Kryptos an der Stelle. Dann hoffe ich, dass ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading. Wie gesagt, seid auf der Hut heute 16 Uhr. Zahlen, Jolt, Job Vacancies hier an der Stelle, die könnten durchaus nochmal ein bisschen Entwicklungen, Spikes auf der Ober- oder Unterseite auch im Zinsbereich nach sich ziehen, was dann entsprechende Auswirkungen im zinssensitiven Bereich nach sich ziehen könnte, besonders US-Dollar, ganz besonders aber Gold oder Edelmetalle, an der Stelle Edelmetalle, Gold, Silber.
Ja, DAX auf dem Weg Richtung der 15.200er Region. Ich habe es gerade hier oben gesehen, 15.155, also wir sind weiterhin auf dem Weg und soweit läuft alles in Anführungsstrichen nach Plan, wie heute Morgen schon skizziert. Ja, das wäre es erstmal jetzt meinerseits gewesen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich wünsche euch Happy Trading, passt auf eure Stops auf. Wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar unterhalb des Videos, abonniert gerne den Kanal, lasst gerne ein Like hier an dieser Stelle, wenn es euch gefallen haben sollte. Kontaktiert mich gerne via Twitter, per Mail, Inforum und dergleichen. Ich würde freuen, mich da mit euch auszutauschen, genau wie alle anderen Aktiven in diesen Communities ebenfalls. Und wir hören uns morgen wieder, 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Also, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.